So, liebe Leute, willkommen zurück zu Friday the 13th. Ja, Jason hatte gerade kein einfaches Spiel, fast alle sind entkommen. Ja, es wird auch echt jetzt mittlerweile ziemlich schwer für Jason. Alle finden immer irgendwas, Batteriesprit, Autos werden sofort betankt, Polizei wird gerufen, Tommy wird gerufen. Der kann einem schon richtig leid tun, oder? Oh ja, also es wird herausfordernder, auch wenn man selber Jason ist, ne? Ja. Man weiß immer nicht, wo Also es man ist als nicht erstes mehr. hinspringen muss und so. Ja, man weiß gar nicht, wie man zuerst töten soll. Ja, und dann geht da eine Falle los und dann weißt du nicht wo. Ja. Ja, Und das ist alles nicht mehr so einfach als Jason. es ist ja auch meistens so, die Fallen gehen immer dann los, wenn gerade Morph Cooldown hat, ne? Ja, oder wenn du gerade sowieso hinter jemand anders hinterherhechtest, bei dem du denkst, den Hört ihr könntest du mich? noch kriegen. Ja, wir hören dich. Ja. Ja. Hallo? Ja. 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 Okay. Gut. Ja, ich glaube, in dem Augenblick wünschte sich Jason immer, er hätte einen anderen Beruf gelernt, aber wie Wow. das nun mal Was so ist. Anständiges gelernt. Ja. Das ist noch Handwerk. Ja, es gibt ja diesen Ob der wohl Spruch. bei der IHK ist? Ja, es gibt ja diesen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Aber ja, bei manchen ist das so, wer nichts wird, wird Serienkiller halt, ne? So wie bei Ja. Jason. Aber das ist sein Handwerk. Killen ist sein Handwerk. Ja, und das beherrscht er gut, wenn er mal jemanden kriegt, ja. Ja. Aber so wie es gerade eben gelaufen ist. Ich könnte es sein. Ja, ich bin's. Ich stelle euch auf leise. Oh, Tobi ist immer so ein doofer Okay. Jason. Ich. Was mache ich denn hier? Nein, Mist. So, jetzt aber. Gut. Leider kostet die ganze Sache mit auf Stumm schalten am Anfang immer Zeit. Es könnte wertvolle Zeit sein, die man nachher nicht mehr hat. Okay, wir haben das Boot. Finde ich nicht so geil. Einmal kaputt. Hat jemand ein Radio angemacht? Bärenfalle. So, der kann ruhig ein bisschen Angst haben hier. Oh, cooler Song. Typischer 80er-Jahres-Song. Wenn André und Sascha diese Folge gucken, dann mögen sie den Song bestimmt auch. So, ich warte mal, bis sich mein Morph aufgeladen hat. Und dann gehe ich zum nächsten, zum Boot. Und ich hoffe, es ist nicht der Steg. Wieder im Wasser. Es ist der Steg. Ich werde verrückt. Ja, das ist leider eine Falle, die verschwendet ist. Vielleicht sollte ich mal darauf verzichten, die hier zu platzieren. Eigentlich bringt das überhaupt nichts. Okay. Habe ich hier noch einen Sicherungskasten in der Nähe? Nein. So, wo seid ihr? Ich hätte jetzt mal Lust, den ersten zu killen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich shifte da jetzt einfach hin. Auf gut Glück. So, da hat der tatsächlich schon die Batterie gehabt. Verdammt nochmal. Vielleicht. Ja!
Mit dem Messer! Wunderbar! So, der ist bestimmt beim Boot. Wo ist das Boot? Nein, er ist nicht beim Boot. Verdammt. Okay, dann wurde das Auto aufgetankt. Oh, gut, dass das so gut geklappt hat mit dem Messer. Ich dachte, ich schmeiße das in den Fensterrahmen oder gegen den Fensterrahmen. Aber war Gott sei Dank anders. So geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist wunderbar. So, jetzt hoffe ich... Nee, das kann nicht. Das muss... Doch, das muss ja beim Auto gewesen sein. Mist, da hätte ich gleich da bleiben können. Verdammte Axt. So, ich glaube, das ist Sascha. Mit dem Hechtsprung reingeflüchtet. Ich weiß nicht, ob das André ist? Wieso geht der denn raus, wenn ich außerhalb des Hauses bin? So, es ist jemand in die Bärenfalle getappt. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Was hier? Radio. Da ist die Falle noch. Cooler Song. Ja! Der nächste. Wenn ich richtig gezählt habe, ist das jetzt der vierte. Na komm. Gesicht schön auf die Axt. Jawoll. So habe ich es gern. That's my Jason. That's my special, special boy. Okay, hier ist also die Falle auch noch. Aber hier kann doch keiner in die Falle gelatscht sein am Steg. Tatsache. Oder soll das ein Ablenkungsmanöver gewesen sein? Propeller ist noch nicht dran und betankt ist es auch noch nicht. Also eigentlich brauche ich mir um das Boot noch keine ganz so großen Sorgen machen. Aber wieso latscht dann da einer in die Falle? Kann ich mir nur so erklären, dass das ein Ablenkungsmanöver gewesen sein muss. Okay. Ist ein cooler Song, aber er lenkt mich ab. Scheiße! Das ist Sascha. Was ist hier los? Mist, Shift.
Wo ist er? Ach, der spielt mit mir das rein. Also rein rausspiel, das klingt komisch. ja, er versucht mich zu verarschen mit dem Haus hier. Okay, Sascha. Dann hast du jetzt davon. Oder ist es Carsten? Könnte auch Carsten sein. Nee, ich glaube, Sascha hat. Der hat wahrscheinlich mit der anderen gespielt. So, Sascha! Er hat ein Messer. Mist. Komm schon, Jason. Komm schon, komm schon, komm schon. Ist er schon wieder drin? Ja. Na, 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 na. Ja, und tschüss. Sascha oder Carsten. Yes. Yes. Kill for mother. So, das ist bestimmt wieder ein Radio. Ja, es ist ein Radio. Guck nochmal beim Boot, wie es hier so aussieht. Ach Mist, scheiße. Der jetzt, und jetzt das Radio wieder angemacht? Oder? Oh, zwei Kreise, okay. Sind wir in der Nähe des Autos? Vermutlich. Nee, doch nicht. Da hinten ist jemand. So. Das heißt, ich werde jetzt grob in die Richtung laufen. Und dann mit tödlicher Präzision zuschlagen. Ja, und zwar jetzt. Das ist Carsten. Der hat auch ein Messer. Mist! Carsten hat immer ein Messer. Arsch, Carsten! So, Carsten ein bisschen Angst einjagen. Ist er noch drin? Ja. Raus, er ist raus. Ja! So, haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen. Yes. Kill for mother. Guck mal kurz auf mein Handy, ob die mir schon was geschrieben haben. Nein. Hin und wieder machen wir das dann so, dass wenn alle von uns tot sind, dass wir dann sagen, okay, wir können den Chat wieder anschalten, aber das mache ich jetzt nicht. Vielleicht ist ja einer noch Tommy.
Mist, ich habe jetzt auch nicht mitgezählt. Beim Boot vielleicht. Ne, da hat sich immer noch nichts getan. Wenn ich das richtig sehe, ist der Propeller noch nicht dran. Nein. Wo seid ihr? Ja, dann würde ich jetzt sagen, gehe ich nochmal zum Auto und dann vielleicht nochmal zur Telefonsicherungsbox-Dings. Oder wir haben hier wieder irgendeinen Camper, der nur sich irgendwo versteckt. Ich meine, gut, soll er machen. Das ist ja legitim, das darf man ja, aber irgendwie finde ich es ganz schön lahm. Wie sieht es denn mit der Sicherung aus? Oh, das ist hier gar nicht. Mist. Ist da. Okay, Rage ist active. Okay, die Bärenfalle ist noch intakt. Alles klar. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier gucken. Hier war ich noch ganz wenig eigentlich. Ist nichts. Niemand. Bin mir auch nicht sicher, ob Jason jemanden in einem Hiding-Spot denn ausmachen kann, wenn er Rage im Rage-Modus ist. Okay, André hat geschrieben. Einer versteckt sich irgendwo unterm Bett, schreibt er. Ja, ich habe aber auch keine Ahnung. Da! Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung wo und zack, da wird mir das Haus markiert. Nein, und ich bin falsch gemorpht. Ja, jetzt höre ich ihn auch. Ist er nicht? Oh my God! What? Ja! That's my down. 7 von 7, wunderbar. Das mag ich. Ja. 7 von 7! Hallo, hallo! Jawohl, sehr gut! Ja, aber kurz bevor du, oder kurz nachdem du die Nachricht geschrieben hast, war ich bei der Lodge und da habe ich meine Sense aktiviert und da habe ich das Haus schimmern sehen und da bin ich gleich hin. Ah, okay. Habe ich dich gekillt, Andrea, als du gerade aus dem Haus kamst? Als du gerade durchs Fenster geklettert bist? Ja, genau, ja. Da habe ich mich noch gewundert, wieso kommt der denn jetzt aus dem Fenster, wenn er weiß, dass ich noch an der Tür da rummache? Ja, aber ich dachte, du wärst an der anderen Tür und dann wollte ich schnell zum anderen Haus rüberrennen, weil da das Radio drinne war und das hätte ich angemacht und mich an diesem Haus versteckt. Ja, ihr hattet 2 Radios an, die habe ich Gott sei Dank früh auch gesehen, aber da liefen ziemlich coole Songs, die fand ich ziemlich geil. Ja, und Jason hat getanzt die ganze Zeit. Wer hat getanzt? Jason hat dann noch Musik getanzt, gehört. Ja. Genau.